Beweglicher Feuerkampf, der Kampfpanzer Leopard 1 und seine Besatzung anno 1972. Was ist der Kampfpanzer Leopard, auf den jede Besatzung stolz sein kann, für ein Fahrzeug? Ein Kraftfahrzeug aus der Gattung der Kettenfahrzeuge mit einem hochtechnischen, äußerst wirkungsvollen Waffensystem. Kampfpanzer Leopard, ein mächtiges Fahrzeug, mehr als zwei Volkswagen breit und lang. Leergewicht fast 37 Tonnen, das entspricht dem Gewicht von 43 Volkswagen. Hier leichtes Blech, hier starke Panzerplatten. Allein das Triebwerk wiegt 4,5 Tonnen. So viel wie fünf Volkswagen zusammen. Jeder mit 1300 Kubikzentimeter und 44 PS. Dagegen besitzt der Leopard 37.000 Kubikzentimeter und 830 PS. Wendekreis des VW 9,60 Meter. Wendekreis gleich Fahrzeuglänge. Klettern fällt diesem schwer. Ihm aber nicht. Steigfähigkeit 40% beim VW, 60% beim Leopard. Unsere zwei ungleichen Brüder in 1,20 Meter Wassertiefe. Und bei 2,25 Meter. Und wenn jeder andere schwimmen muss, der Leopard fährt und fährt unter Wasser und taucht auch wieder auf. Vier Mann bilden die Besatzung. Der Kommandant, der Richtschütze, der Ladeschütze, der Fahrer. Der Kommandant ist meist ein Soldat auf Zeit. Er trägt die Gesamtverantwortung für Panzer und Besatzung. Verantwortung für die Erfüllung des Auftrages und einen Sachwert von über 1 Million Mark. Der Kommandant führt den Funksprechverkehr, erteilt die Feuerkommandos, beobachtet das Gefechtsfeld und weist die Ziele zu. Stellvertreter des Kommandanten ist der Richtschütze. Er richtet die Kanone und bedient die optischen Geräte. Der dritte Mann der Besatzung ist der Ladeschütze, verantwortlich für die Bordwaffen und das schnelle Laden mit der befohlenen Munitionsart. Der Fahrer ist der vierte Mann. Er trägt die Verantwortung für Fahrweise, Verkehrs- und Betriebssicherheit des Panzers. In jedem Gelände, in jeder Formation und bei jedem Auftrag. Der Panzer ist die Schwerpunktwaffe in den Großverbänden des Heeres. Der Panzer ist seinem Wesen nach Träger des beweglichen Feuerkampfes in Abwehr und Angriff. Die Panzertruppe heute, ausgestattet mit den modernsten Kampfpanzern der Gegenwart. Eine Waffengattung für Männer, die Motoren und Tempo lieben. Beweglichkeit, Feuerkraft und Panzerschutz entscheiden zusammen mit Treffsicherheit, guter Kondition und Teamarbeit über den Erfolg.